Hallo und herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blockspiele.de und heute wieder mit dem Yogi und einem neuen vorgestellt. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, denn die Messe liegt ja schon ein bisschen hinter uns, muss ich sagen. Aber die ganzen Neuheiten kommen ja nach und nach auf den Tisch, das habe ich ja schon mal erzählt in einem der letzten Videos. Und ich möchte euch natürlich teilhaben lassen an dem, was wir so gezockt haben und was so auf den Tisch kam. Und eins davon ist eins, was ich vorbestellt hatte, sogar blind vorbestellt hatte, muss man sagen. Denn der Vorgänger, nämlich Come Together, das habe ich ja hier mit dem Michael schon mal vorgestellt, das Spiel. Das hat mir so gut gefallen und Chili Fox Games, so der Verlag, hat ja jetzt ein neues Spiel angekündigt gehabt für die Messe. Und da habe ich gedacht, das hat mir so gut gefallen und das Neue sieht auch gut aus. Ungespielt, vorbestellt, willst du jetzt mal mitnehmen, tust du dir mal den Gefallen oder mal gucken, ob es ein Gefallen war, will ich euch ja gleich erzählen. Auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und wir haben es jetzt auf dem Tisch gehabt. Und zwar die Rede ist von Footprints. Was machen wir bei Footprints? Footprints, da spielen wir einen, ich finde, Neandertal ist ja eigentlich das falsche Wort, einen urzeitlichen Clan, der quasi sein Lager aufbrechen muss, weil die große Schnee- oder Eiszeitschmelze einsetzt und natürlich das ganze Land natürlich dann irgendwie so ein bisschen überflutet wird. Und wir müssen natürlich hier dann mit unserem Clan möglichst hier, zeig schon mal, die rettenden Höhlen erreichen. Und und auf dem Weg dorthin natürlich möglichst Ressourcen sammeln und natürlich auch so ein bisschen Hinterlassenschaften hinterlassen. So einfach, dass wir hier waren, Zeichnungen, ne? Also dass die Nachwelt weiß, so der Yogi-Clan, der hat hier gehaust und und ist jetzt aber auch weitergezogen. So, das ist einfach der Plan, was man hier machen will. Also es ist so ein bisschen eine Art Rennspiel, denn wer als erstes ankommt, hat punktemäßig natürlich irgendwie einen Vorteil. Ne? So, dann muss ich jetzt aber natürlich noch was zu den Zahlen, Daten, Fakten sagen. Das Spiel ist für 1 bis 6 Spieler. Was 6 Spieler finde ich schon höchst ungewöhnlich. Tatsächlich gibt es gar nicht so viel. Solo-Modus gibt es auch, kann ich aber nichts zu sagen, habe ich nicht gespielt. Ab 10 Jahren empfohlen und 30 bis 60 Minuten, sagen die hier, das kommt auch sicherlich hin. Und 2 Chilischoten schwer, das Spiel vom Schwierigkeitsgrad her. Was das auch mal heißen mag, also es ist kein Expertenspiel. Hier steht im Medium, das ist es auch. Also, ich würde sagen, vielleicht ein gehobenes Familienspiel, vielleicht auch ein niedriges Kennerspiel, würde ich sagen. Naja, es ist schon ein bisschen mehr als ein kleines Rennspiel. Also wer zum Beispiel dieses Wettlauf nach Eldorado mochte, der sollte jetzt auf jeden Fall mal deine Aufmerksamkeit bei mir lassen, denn für den könnte das was sein, denn es hat natürlich diese Vibes davon so ein bisschen. So, was tun wir? Ich habe ja gesagt, es ist ein Rennspiel. Und zuerst bauen wir natürlich dann erstmal im Spielaufbau so einen Plan auf mit Gegenden. Ich zeige euch das jetzt hier mal an einer Wand von so 3 so Teilen. Ja, davon werden dann 6 Stück ausgelegt. Also hier gibt es schon eine echt ordentliche Strecke. Die kommen so aneinander. Die sind auch immer anders. Ja? Man sieht auch schon so verschiedene Geländetypen darauf. Also das erinnert schon sehr stark daran, wenn man das ehrlich sagen darf. Ne? So, die werden also random ausgelegt. Es ist, nicht ganz random, denn diese hier, die hier diese Ecken haben mit diesem Braun, ich zeige euch das mal so, da kommen später Höhlen hin. Die sind eher im hinteren Teil, kommen die dazu. Denn dort sind Höhlen, die können wir besuchen und unser Painting hinterlassen, sage ich mal. Und dann bekommen wir am Spielende einen Bonus dafür, dass wir dort gewesen sind. Ja? Und vor allen Dingen, wenn wir einmal da gewesen sind, kann niemand anders sein Clan-Painting da hinterlassen, ja, sein Clan-Zeichen, sondern das ist dann unsere Höhle. Das ist unser Bonus. Ne? So, und jetzt muss ich hier mal gucken, der PC hier nebenbei macht irgendwie auch komische Dinge, so wie das immer so ist. So, das ist so. Also, am Anfang des Spiels muss sich jeder für einen Clan entscheiden. Das ist sogar tatsächlich ganz interessant, weil jeder kriegt so ein Clan-Board. Ja, dieses hier. Die sind tatsächlich alle asymmetrisch. Die sind nicht alle gleich. Der Clan wird hier so ein bisschen definiert durch unser Clan-Zeichen hier oben. Ja. Was sehen wir noch? Wir haben hier diese 4, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch ist. Auf jeden Fall gibt es hier solche Abzeichen oder sowas.
Ja, die kommen hier rein, ja, und die können wir auf unserem Weg tatsächlich hinterlassen. So, das macht auch Sinn, denn wenn wir die später auf dem Weg hinterlassen, dann kriegen wir Sonderaktionen dafür. Und zwar, umso mehr wir davon auf dem Feld haben, desto besser. Denn wir dürfen immer, wenn wir eine bauen, alle Aktionen durchführen, die wir davon haben. Wir dürfen diese Plättchen allerdings nur in der entsprechenden Region, also das hier zum Beispiel nur auf Eis hinterlassen. Und es kostet Ressourcen, muss man sich halt auch gut überlegen, denn Ressourcen sind knapp. Die muss man sich tatsächlich verdienen. Die verdient man sich übrigens, indem man hier auf diesem Feld, da sieht man hier überall so kleine Symbole, wenn man die überläuft. Das heißt, man muss darauf nicht stehen bleiben. Es reicht, wenn man sie passiert und dann bekommt man das, was auf diesen Feldern steht. Allerdings nur einmal pro Zug. Also man darf zwar hin und her laufen, aber wenn man über ein Ressourcenfeld hin und her läuft, kriegt man die Ressource trotzdem nur einmal. Also das gibt es da nicht. Ja. Da gibt es halt Ressourcen. Da gibt es übrigens auch so Feuerkarten, die man sich besorgen kann. Zu denen komme ich gleich nochmal. Feuerkarten sind Aktionskarten, die einen klar verbessern, tatsächlich. Ja. Ja. Und es gibt noch was anderes, es gibt noch so Footprint-Karten, da kriegt man sogar am Anfang des Spiels jeder eine. Das sind Auftragskarten, Dinge, die man im Spiel erfüllen muss, die einen natürlich auch so ein bisschen dahin denken, was man so jetzt erledigen will auf seinem Wege. Denn wenn man die erfüllt, kriegt man 6 Siegpunkte, was ordentlich ist. Wenn man sie allerdings nicht erfüllt hat am Spielende, kriegt man 3 Minuspunkte. Also man sollte sich davon vielleicht nicht allzu viele holen. Oder zumindest, wenn man der Meinung ist, man schafft sie alle, okay, dann so, muss man halt reinhauen. So. Was sehen wir noch? Ne, dann gibt es hier noch diese Lauftracks hier. Da hat jeder 4 verschiedene von diesen Pinöppeln, die kommen hier rein. Und die muss man versuchen, nach vorne zu bekommen. Umso weiter man nach vorne geht, desto mehr Boni bekommt man ja. Das ist also eine typische Bonusleiste. Ja. Das macht auch Sinn, denn es gibt natürlich auch Aufgaben, die sagen, du musst nach vorne. Die sagen, du musst mindestens Schritt 5 in 3 von denen erreicht haben oder sowas. Und natürlich macht es ja auch Sinn, weil es einfach Boni gibt. So, die will man ja einfach haben. So, dann ist es so, wenn wir starten, kommen am Anfang oder werden am anderen Ende des Plans, da wo nicht die Höhle ist, hier so Startplättchen hingelegt. Also die kommen hier so dran, ja, die erkennen wir an dieser netten Hütte hier. Jetzt geht aber näher. So, ja. So, und dann gibt es da rechts daneben noch so einen Bonus, den kriegt man von Anfang an. Der Startspieler darf halt zuerst einwählen und dann in umgekehrter Reihe, dann geht es halt weiter. Jeder darf ein Plättchen wählen. So, die werden also zufällig hier dran gelegt. Man muss sich halt gut überlegen, welchen Startbonus will ich haben und vor allen Dingen, an welchem Terrain-Typ liegt das Startfeld. Denn, ich habe ja gerade schon mal gesagt, diese Clans sind etwas asymmetrisch. Das heißt, hier unten auf dem Plan steht, welches Terrain die besonders gut überlaufen können. Ja, denn, das hier unten sieht man, sind so Karten als Symbol. Jeder Clan hat ein Kartendeck. Na, so, ist ein bisschen widerspenstig. So ein Kartendeck hier mit dem Clan-Symbol. Und dort sind diese Karten. Das sind diese Karten. Da sieht man, die haben 2 verschiedene Aktionen. Eine obere und eine untere Aktion. Und hier zum Beispiel steht halt drauf, wie ich mich bewegen darf. Ja, wenn ich obere Aktion mache, also in jedem Zug muss ich eine Karte benutzen. Ja, das ist Pflicht. Es liegen immer 4 vor einem aus, aus dem man die Auswahl hat. Und die werden dann am Ende des Zuges dann wieder ersetzt und kommt eine neue Karte hin. So, da kann man entweder die obere Aktion machen, die meist Bewegung auf dem Plan ist. Ne, hier wäre es zum Beispiel, hier darf man sich über Eis bewegen und danach noch über Wald. Muss man halt gucken, dass man das irgendwie geschickt macht. Man hat übrigens hier so seinen unglaublich urzeitlich wirkenden Miepel. Der läuft halt über den Plan. Oder man kann sich halt für die untere Aktion entscheiden, was meistens dazu führt, dass eben man sich weniger bewegt, aber dafür auf diesen Leisten nach vorne kommt. So. Aber man darf eben nur eins machen. Das ist halt das Problem. Kommt man halt langsamer voran. Muss man schauen, wo kann ich jetzt das meiste für einen rausholen. So, diese Feuerkarten, habe ich ja gesagt, die man sich so dazu holen kann, sind so Aktionskarten, die kann man in seinem Zug dazu spielen. Da sieht man schon, hier darf ich eine ganze Menge auf Schnee laufen. Oder es gibt so Karten wie, ich guck mal, die finde ich auch unglaublich stark. Diese hier zum Beispiel, die sagt einfach, ich darf in meinem Zug beide Aktionen von meiner Karte machen, die ich hier gespielt habe. Was sehr, sehr stark ist, weil da kann man sich fortbewegen und zusätzlich noch hier auf seinen Clanleisten laufen. Sehr, sehr stark. Ne? Ja, und wann endet denn dieses Spiel? Das Spiel endet, sobald der Erste die Höhlen erreicht hat. Ja, der kriegt dann auch hier die meisten Punkte. Der darf sich dann da oben hinsetzen.
Allerdings geht die Runde noch einmal zu Ende, bis alle gleich viele Züge hatten. Oder die Runde endet, wenn jemand keine Karten mehr in seinem Deck hat. Die werden komplett durchgespielt. Ja, man benutzt sie hoffentlich alle. Und dann endet die Runde halt auch. So, und dann wird halt zusammengerechnet, wer hat die meisten Punkte. Klar, in der Höhle ankommen, gibt eine Menge Punkte. Aufgabenkarten, gibt eine Menge Punkte. Es gibt aber auch Punkte, wenn man hier diese Marke, habe ich ja gesagt, auf dem Plan hinterlassen hat. Ja? Und es gibt Punkte, ich habe ja eben gesagt, diese Höhlenmalerei, wenn man hier, ich zeige da nochmal so ein Plättchen, also so eine Höhle an so einer braunen Ecke hier, jetzt mache ich das nochmal hier so, hier liegen diese Höhlen, und wenn ich die als erster besucht habe und da meine Höhlenmalerei hinterlassen habe, dann bekomme ich am Ende diesen Bonus. Hier steht zum Beispiel, ne, hier gibt es 3 Punkte für Bewegung auf den Leisten zum Beispiel. Da muss man natürlich gucken, wo bin ich gut drin, macht es Sinn, da die Höhlenmalerei hier reinzutun, weil die Höhlenmalerei kostet auch ordentlich Ressourcen und Ressourcen sind schon knappes Gut auf dem Weg. Da muss man schon gut mit haushalten. Ja, also das ist schon nicht ganz ohne. Ja, und dann haben wir noch als Karten, gibt es auch noch den Clanführer hier. Da gibt es eine A- und B-Seite, also spielt nur einer mit. Das ist auch die einzige Karte, die überhaupt Sprache hat. Ja, alles andere ist sprachneutral und funktioniert nur über Symbolik. Das ist die einzige Karte, die das hat. Für einen muss man sich entscheiden, also alle spielen mit A, alle spielen mit B. Und die sind mächtig, die können was wirklich Cooles. Die kann man halt auch als ganz normale Karte in seinem Zug spielen. Der macht dann hier irgendwas, bewegt sich halt doppelt so schnell oder was auch immer was. Da gibt es halt völlig verschiedene Dinge. Und die sind auch übrigens nicht gleich in jedem Clan. Die sind also immer anders. Muss man halt schauen. Ja, und im Endeffekt geht es darum, möglichst geschickt mit seinen Karten am Ende anzukommen. Macht natürlich schon Sinn, weil es gibt viele Punkte. Man muss aber nicht ankommen. Das ist keine Pflicht. Ja. Aber dann, wenn man nicht ankommt, muss man sich halt gut überlegen, ob ich dann zumindest alle Höhlenmalereien und sowas auf den Weg gebracht habe, viele Aufgaben erfüllt habe auf dem Weg, um das, die Punkte, die ich durch mein Nicht-Ankommen hier eben nicht bekomme, zu kompensieren. So. Ja, warum sagte ich gerade, ist das so ein Kenner-Minus oder Familie-Plus? Weil man halt schon ernsthaft schauen muss, wann spiele ich welche Karte. Man hat eben nur 4 vor sich ausliegen. Ja, man hat halt nicht die freie Auswahl aus seinem Clan. Man muss halt mit dem leben, was man gerade hat. Gucken, wie komme ich im nächsten Zug weiter? Also es hilft ja nicht so von Hand in den Mund, sondern ich muss natürlich schon gucken, wie könnte mein nächster Zug aussehen, ja. Welche Ressourcen brauche ich dafür? Vielleicht, um dann wenn ich die Höhle dann erreicht habe und ich habe keine Ressourcen, bringt mir der ganze Spaß ja nichts. Das heißt, ein bisschen Vorplanung ist hier schon notwendig. Ja. Ja. Also ein bisschen Taktik ist da schon hin, ne? Und das Nette ist halt, dass der Plan auch jedes Mal anders aussieht. Das gefällt mir gut, ne, dass man also einfach Abwechslung im Spiel hat. Und natürlich, dass die Clans natürlich auch alle ein bisschen anders sind. Und je nachdem, es kann natürlich auch schon mal ungünstig für einen liegen. Ne? Da ist die Wahl des Startpunkts vielleicht schon entscheidend. So. Oder mitentscheidend. Ne? Deshalb ist es auch eben nicht ein seichtes Familienspiel, sage ich mal, weil man eben schon Ressourcenmanagement in gewisser Weise betreiben muss und natürlich auch ein bisschen vorausschauen, schauen, spielen muss. Aber eben nicht zu hart, dass man sagt, das ist nicht machbar oder so. Ja, was sage ich dazu? Also wer Flucht nach Eldorado, wollte ich schon sagen, Wettlauf nach Eldorado mochte, das ist ja mehr so ein Deckbilder. Das hier ist ja eher so ein Kartenverwalter. Aber wer diese Art spielt mit diesem Rennfaktor mag, der ist hier richtig, weil gegeneinander spielen wir wirklich im Wettrennmodus. Also wir behindern uns jetzt gegenseitig nicht, wir nehmen uns auch nichts weg. Wir können uns auch überspringen. Ja, man darf natürlich jetzt nicht auf Feldern stehen bleiben, wo andere stehen, okay. Aber ansonsten behindern wir uns wenig. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich weiß nicht, wie es mit 6 Leuten ist, wie eng das dann auf dem Plan wird. Okay, das habe ich noch nicht gemacht. Aber ansonsten spielen wir natürlich so ein bisschen aneinander vorbei, da schon. Aber man sieht ja, was die anderen machen, wie weit die sind. Muss ich mich beeilen, muss ich mich nicht beeilen? Das ist halt schon nicht ganz uninteressant. Ich mag das Artwork. Ich mag auch das Material. Das ist nämlich echt feste Pappe. Das ist echt gut. Obwohl das so dünner Kram ist hier. Aber trotzdem ist das super stabil. Wirklich krass. Ein bisschen Holzmarker sind dabei. Und ich finde so das Ganze, von dem ganzen Farbstil so, gefällt mir das gut. Tatsächlich. Und es ist jetzt auch nicht ein Abendfüller, das muss man sagen, aber mir gefällt es. Also ich finde, es ist schon ein bisschen brainy, man muss schon ein bisschen nachdenken, wie mache ich das, aber eben nicht so, dass
dass man da sitzt und irgendwie eine unendliche Downtime hat oder so. Das ist eben nicht. Das finde ich gut. Und ja, was soll ich sagen? Also guckt es euch gerne an, wenn ihr auf sowas steht. Ob es das auf Deutsch geben wird, weiß ich nicht. Das ist im Moment nur auf Englisch erhältlich. Ich habe jetzt auch ehrlicherweise nicht gehört, ob es eine deutsche Lokalisierung geben soll. Die Regel liest sich aber relativ leicht. Das muss ich sagen, die ist gut strukturiert, tatsächlich. Und wie gesagt, die einzige Sache, die nicht sprachneutral sind, sind die beiden Versionen auch des Clan-Leaders hier, des Clan-Anführers. Alles andere funktioniert mit reiner Symbolik, also ist durchaus meist zu meistern, ohne dass man jetzt groß Englisch kann. Nur derjenige, der die Anleitung gelesen hat, der soll es vielleicht können. Aber ansonsten, ja, kann ich es empfehlen für Leute, die vielleicht ein bisschen ein gehobeneres Familienspiel spielen wollen, ne, oder im seichten Kennerbereich sich unterwegs und sicher fühlen. Die sollten mal einen Blick auf Footprints werfen. Ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, wie es so verfügbar ist. Ich weiß, dass auf der Messe am Ende tatsächlich sogar Ausverkauf war. Also es erfreute sich schon einer gewissen Beliebtheit. Also von da aus, schaut es euch gerne an. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ich meine, das Come Together ist ja auch von denen. Das ist, glaube ich, bei Skellig lokalisiert worden. Vielleicht kommt es ja auch, man weiß es nicht. Mal die Augen aufhalten. Ja, dann sagt doch mal, habt ihr es vielleicht an der Messe auch angespielt? Dann könnt ihr ja gerne auch eure Meinung gerne mal unter das Video schreiben. Oder wenn ihr sonst noch Fragen zum Spiel habt, schreibt es runter. Ich beantworte gerne. Und ansonsten, ja, danke ich sehr für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das, bitte lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo da und was sonst noch alles möglich ist. Würde mich sehr, sehr freuen, würde uns sehr freuen vor allen Dingen. Das hilft uns weiter. Und mich würde es freuen, wenn ihr einfach das nächste Mal wieder einschaltet, wenn hier es wieder heißt, vorgestellt, Brett Experiment oder was wir halt immer so machen. Alles klar, macht's gut. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.